Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial über Initialen, diesmal mit dem Fachberater Oberbayerns in Achatzwies. Ja, um ein Initial einzufügen, muss man den Cursor innerhalb eines Absatzes positionieren. Das ist eine sogenannte Absatzformatierung. Ein Absatz, ich schalte hier mal die nicht druckbaren Zeichen ein, die Absatzmarken. Wenn ich das hier aktiviere, dann sehe ich genau, wo beginnt der Absatz. Wo hört er auf? Das bedeutet, hier muss ich nur meinen Cursor positionieren und dann kann ich hier unter Einfügen und dann hier sehen wir bei Text haben wir hier das Feld Initial und dann haben wir hier das Initial im Text schon voreingestellt auf 3 Zeilen und dann ist die Zeilenhöhe entsprechend dreizeilig. Man kann das Ganze aber auch außerhalb des Absatzes machen, das ist dann taucht hier am Rand auf. Und wenn man eine andere Einstellung haben möchte, gibt es hier noch weitere Einstellungen für Initialen. Das ist hier bei den initialen Optionen zu finden. Wenn man hier drauf geht, kann man hier sagen im Text, dann kann man entsprechend die Zeilenhöhe bestimmen. Ich mache jetzt mal hier nur ein zweizeiliges Initial. Abstand vom Text kann man hier auch nochmal entsprechend einstellen. Und dann sieht man gleich, das Ganze sieht dann so aus. Es kann sein, dass man beim Absatz einfügen einen kleinen Fehler macht. Ich lösche den hier mal raus. Nach dem Punkt ist ein Leerzeichen und oft ist der Cursor ja dann direkt nach dem Punkt. Wenn ich hier zweimal schalte, habe ich zwar einen Absatz drin, aber ich kann hier nicht die Funktion initial auswählen, weil hier mit dem Leerzeichen begonnen wird. Und erst wenn ich das hier rauslösche, dann kann ich wieder mein Initial auswählen.